Und zwar habe ich aufgehört zu koksen. Hat eigentlich nur das Problem, dass es arschsüchtig macht. Ihr kennt das alle, wenn euch die Luft irgendwann fehlt, dass man aufgrund von dessen dann aufhören muss. Intra, Booster, Sportklamotten. Und damit einen wunderschönen guten Morgen auf dem schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Ich schwinge jetzt meinen Arsch unter die Dusche, das mache ich noch ordentlich. Dann geht's ab nach Köln. Bin spannendes Video, Tag, was auch immer. Und damit einen wunderschönen guten Tag aus Köln. Ich befinde mich in der Kraftstation. Sauf jetzt hier meine letzten Züge Crank und dann geht's ab ins Push-Training. Und ich mache so etwa seit anderthalb, zwei Wochen ziemlich gute Progresses. Ich mache Fortschritte, sagen wir es einfach mal so. Jetzt seit Anfang der Woche noch viel, viel krasser. Woran das liegt, wo das herkommt und was das mit dem Rest meines Lebens zu tun hat. Wofür ihr mich immer gehatet habt. Nein, nicht alle, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich bin eigentlich aktuell sehr, sehr glücklich damit, auch wenn es mich quält. Auch wenn es mich quält. So, Booster rein und ab ins Push-Training. Und zwar habe ich aufgehört zu koksen. Kokain! Überall Kokain! Nein, ich habe mich dazu entschlossen, dass ich seit gestern aufgehört habe, Zigaretten zu rauchen. Und zwar tatsächlich direkt nur Zigaretten. Alles andere, was Nikotin sonst beinhaltet, ist weiterhin im Programm. Ich habe auch noch einen Termin im Vape-Shop, um das vorneweg zu nehmen. Das Ding ist allerdings, ich fahre damit sehr, sehr gut. Aktuell. Ich kann mal erklären, warum Kokain schädlich sind. Zigaretten sind schädlich, aber nicht direkt durchs Nikotin. Nikotin an sich hat eigentlich nur das Problem, dass es arschsüchtig macht. Das Problem, was man halt allerdings bei Zigaretten, besonders in Kombination mit Sport hat, jeder, der schon mal vorm Gym geraucht hat, wird das wissen, ist, euch fehlt die Luft. Und zwar, das liegt daran, dass ihr durchs reine Verbrennen, ich möchte nicht lügen, Kohlenstoffmonoxid verbrennt und in eure Lunge inhaliert. Kohlenstoffmonoxid hat eine 120-fach höhere Bindungsaffinität an eure roten Blutkörperchen als Sauerstoff. Dementsprechend sind eure roten Blutkörperchen blockiert vom Kohlenstoffmonoxid und können keinen Sauerstoff aufnehmen. Ihr kennt das alle, wenn euch die Luft irgendwann fehlt, erst recht, wenn man so High-Rep-Kniebeugen macht oder sonst was, dass man aufgrund von dessen dann aufhören muss und man deswegen dann keine Leistung hat. Erst recht, wenn man Wiederholungen jenseits der 10 macht, heißt 15, 20, 25. Habe ich euch gerade erzählt, was mehr als 10 ist? Ich muss echt nicht viel von euch halten, obwohl William guckt meine Videos. Erklärt's. Im Übrigen, das Verhör mit William ist, also mit William, das wäre mit mir auf dem Kanal bei William ist jetzt gerade online gegangen. Aber ich trainiere jetzt mal weiter und dann reden wir mal darüber, was ich so jetzt merke nach 3 Tagen, wo ich 2 Kippen am Tag geraucht habe, jetzt der erste Tag komplett ohne alles. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Der Pump heute ist gottlos geil und das liegt nicht nur am Booster. Klar, auch am Booster, aber nicht nur. Ich versuche gerade irgendwie einen vernünftigen Weg zu finden, Werbung zu machen. Naja Kinder, wenn ihr geilen Pump haben wollt, hört erst auf zu rauchen und bestellt euch dann eine schöne Dose Crank. Natürlich nicht mit dem Code William, sondern mit dem Code Thunfisch. Ach komm, das Licht ist gut. Ich zeige euch mal, was da aktuell drunter steckt. Packt euch mal in euer Intra-Workout, sofern ihr eins sauft, sonst packt euch einfach in das Getränk, was ihr beim Training trinkt. Basenpulver oder Elektrolyte, das sorgt dafür, dass ihr ein bisschen mehr Mineralien im Körper habt, ihr dementsprechend halt auch wahrscheinlich besser performen könnt, weil halt eure Zellen noch vernünftig Wasser haben. Und bekommt ihr bei ESN mit meinem Rabattcode. Dann sind wir einmal draußen und ich brauche meinen Zigarettenersatz. Ich hoffe, ich konnte damit irgendjemandem von euch zumindest so ein bisschen einen Anstoß geben, mit dem Rauchen aufzuhören. Switcht zumindest temporär auf die Dinger. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich kann euch noch nicht versprechen, dass ich nicht rückfällig werde, aber wenn ihr raucht, probiert's mal aus. Was mir aktuell halt einfach hilft, ist, ich denke halt von Tag zu Tag so, just one more day. Just one more day.
Einfach immer einen Tag weiterdenken. Nur noch heute schaffe ich das. Aber ich schaff's heute. Und morgen denkst du dasselbe. Und übermorgen dasselbe. Und irgendwann ist es normal. Ich hoffe, ich konnte damit irgendjemandem von euch helfen. Und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir auf Instagram folgt. Abo-Button ist unten. Instagram ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Tschüss.